total jetzt. Ja, wir überbrücken das einfach. Ja, ja, überleg einfach. Wir schneiden das alles raus. Liebe Grüße an Anna aus dem Schnitt. Das hier wird jetzt einfach rausgeschnitten, ne? Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burm! Servus miteinander. Der dritte Tag auf der Wiesn. Die Sonne scheint und es geht gar nicht besser, meint ihr? Oh doch, the one and only, das wohl heißeste Dirndl schlechthin steht neben mir. Unser Wiesn-Playmate 2015. Servus, Jessica. Servus. Sag mal, der dritte Tag jetzt auf der Wiesn. Wie fühlt sich das an als Wiesn-Playmate? Also, wenn meine Füße nicht so schmerzen würden, würde es sich richtig gut anfühlen. Aber ich genieße es. Man ist ja nicht jedes Jahr Wiesn-Playmate. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich muss jede Sekunde wirklich viel mehr einfach genießen. Und es, ja, ich bin immer noch irgendwie total platt. Ich kann das alles so gar nicht fast so, ja. So unreal noch ein bisschen, oder? Sag mal, der Wiesn-Hit 2015. Es gibt ja dieses Jahr gar nicht irgendwie so einen Wiesn-Hit. Ah, Tim, los. Da haben wir ihn, ausnahmsweise. Das ist so dein Wiesn-Hit? Ja, ich glaube, der wird auch nächstes Jahr immer noch aktuell sein, der Wiesn-Hit. Weil Helene Fischer, das Lied ist einfach atemlos toll. Jeder kann mitsingen, jeder kennt den Text. Und der wird uns, glaube ich, die nächsten Jahre immer noch begleiten. Das glaube ich auch. Atemlos in aller Ehre. Jetzt wollen wir ja mal wissen, was ist denn so das Wiesn-Playmate privat? Ist das vergeben oder bist du noch Single? Also an alle Männer, es tut mir leid, aber ich habe einen Partner. Oh oh. Ja, mit dem ich das natürlich alles vorab abgesprochen habe. Und er ist wirklich total stolz auf mich und ja. Also er steht hinter dir. Er steht hinter mir, ist mir aber auch nicht böse, wenn ich ein bisschen flirt. Also es gehört zur Wiesn dazu. Eben. Und da, ich meine, eine bessere Überleitung hätte ich gar nicht mehr hinbekommen, wenn wir schon beim Flirten sind. Wir gucken uns mal hier so ein bisschen um im Hoffestzelt. Und es gibt ja auch bei den Männern Go's und No-Go's. Du weißt, was ich meine. Ja. So, jetzt wollen wir mal sehen, was unser Wiesn-Playmate 2015 bei den Männern gut findet und nicht so gut. Bist du startklar? Ich versuch's. Okay. Dann ziehen wir jetzt mal hier herum und gucken mal, was wir so finden für euch. Mitkommen. Warum haben Sie keine Tracht an? Sie haben nicht die Trachten, aber wir zwei haben Trachten. Aber also, ich finde es schön. Ich finde, auf die Wiesn gehören Männer mit Trachten. Ist deine Lied mal aufstehen? Oh. Wo ist die Lederhose? Mal fragen, ob sie atemlos singen können. Oben perfekt und nach oben mui, unten fui, könnte man oben sagen. Mui und der weiß schon, warum er sitzen bleibt. Das sag ich doch. Ja. Unser Wiesn-Playmate 2015, wo kommst denn du her? Ich bin München. Ei. Guck mal, Jessica, da haben wir doch gleich mal ein Go und ein No-Go. Ja, also wir haben. Nimm's mir jetzt bitte nicht übel, aber wo ist deine Tracht? Meine Tracht. Ja, das ist das Schlimme. Ich musste ja bis nachmittags arbeiten. Ach so. Und ich bin nur auf ein Bier da. Und das ist der Poppy. Und der hat mir geschrieben so, ja komm doch mal auf den Drink rüber. Und das ist dein Freund? Passt ja. Sag mal jetzt noch zum Abschluss, was wünschst du dir für die Wiesn 2015? Also ich wünsche mir für die Wiesn, dass das Wetter auf jeden Fall noch besser mitmacht. Dass wir weiterhin so ein Wetter wie heute haben. Weil ich habe am Samstag den Regen miterlebt. Gestern früh beim Trachtenumzug war es wirklich arschkalt, wenn man das so sagen darf. Und ich finde es einfach schöner, wenn man rauskommt, die Sonne scheint und abends im Trockenen nach Hause kommt. Absolut. Ja. Und wo trifft man dich, in welchem Festzelt? Also heute Abend im Hackerzelt, also kommt vorbei. In diesem Sinne, Jessica, vielen Dank fürs Interview, eine schöne Wiesnzeit und wir sehen uns bestimmt wieder. Genau. Servus miteinander, ciao.